Ja, kleine Lichtblicke aus Afrika, einem Kontinent, wo noch viel passieren muss. Das Thema möchte ich vertiefen mit meinem Gast heute, Heike Baumüller. Herzlich willkommen. Sie kümmern sich um landwirtschaftliche Innovationen in Afrika, ein Projekt vom Bundesministerium. Ja, Afrika ist ja eigentlich, muss man sagen, ein reicher Kontinent, reich an Bodenschätzen. Kein Handy, haben wir gesehen, ohne afrikanische Bodenschätze, kein Elektroauto ohne Lithium. Es gibt eine reiche Landwirtschaft. Was läuft da schief? Ja, zum einen fehlen natürlich die Kapazitäten zur Weiterverarbeitung. Es braucht ja sehr viel, alleine schon Stromnetze haben wir ja in dem Beitrag gehört, aber auch das Know-how, um das weiterzuverarbeiten, die Maschinen und die Werkstätte und die Logistik und alles, was so braucht zur Weiterverarbeitung, das fehlt dann doch sehr häufig in Afrika noch. Und was man auch sagen muss, ist, dass das die internationale Handelssystem ja zum Teil dann auch sehr verzerrt ist, sodass es afrikanische Produkte auch schwierig haben, auf dem internationalen Markt zu konkurrieren. Will heißen, der europäische Markt schottet sich ab vor afrikanischen Produkten. Der Entwicklungsminister fordert ja schon seit längerem, dass wir Europäer unseren Markt für afrikanische Produkte öffnen. Wie realistisch ist es, dass es dazu kommt? Ja gut, mit jeden Handelsveränderungen sind natürlich immer irgendwelche Interessen verbunden, die dann angegriffen werden. Wenn wir von Öffnung des Marktes reden, muss man ja auch bedenken, reden wir von verschiedenen Dingen. Also es geht ja teilweise, Öffnung suggeriert so ein bisschen Zölle senken, aber es geht natürlich auch um Subventionen. Das ist ja immer ein sehr emotionales Thema, was ja auch schon lang genug in der EU diskutiert wird. Und es geht aber auch um Standards, die eingehalten werden müssen, um nach Europa jetzt speziell zu exportieren. Und alleine daran scheitert es ja oft, selbst wenn sie die Produktion hätten, dass sie dann tatsächlich nach Europa exportieren könnten. Also würde so eine Marktöffnung erstmal gar nicht helfen? Ja, das kommt darauf an, wie man Marktöffnung definiert. Aber alleine Zölle zu senken, denke ich mal, würde noch nicht viel bringen, da man auch die Subventionen in gewisser Weise angreifen müsste. Standards wird man nicht reduzieren können, nur damit afrikanische Produkte in den Markt kommen. Das wird der deutsche Verbraucher, der europäische Verbraucher auch nicht wollen. Aber dann muss man natürlich dann sehr investieren in die afrikanischen Länder, dass sie es schaffen, diese Standards dann auch zu verwirklichen. Und wenn es an die Subventionen geht in der EU, sind die Bauern wahrscheinlich auch nicht amüsiert, wenn es da an den Kragen geht wahrscheinlich. Ja, und das ist ja dann auch ein viel größeres Thema, wo dann auch Umweltaspekte und die ganze Reform und das Budget der EU im Spiel sind. Und man muss ja auch bedenken, das sind ja auch nicht nur die europäischen Subventionen, das sind ja auch noch die amerikanischen Subventionen und andere Länder, die auch noch ihre Märkte abschütten. Also der europäische Markt ist natürlich sehr wichtig für afrikanische Produzenten, das mag ja sein. Allerdings muss man ja auch bedenken, dass im Moment die Handelsströme ja vielmehr von Afrika nach Ostasien, nach Europa laufen. Das heißt, entweder man müsste Ostasien dann aus diesen Handelsströmen rausnehmen, wodurch natürlich die Konkurrenz der Afrikaner jetzt nicht der Europäer ist, sondern die Konkurrenz auf dem Weltmarkt ist natürlich der Produzent in Ostasien. Verstehe. Sehr komplex. Es ist eine Welt, in der wir leben. Das ist tatsächlich so. Angela Merkel ist jetzt wieder in Afrika unterwegs, um Fluchtursachen zu bekämpfen, wie sie immer sagt. Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, um den Afrikanern konkret zu helfen, um diese Fluchtursachen zu bekämpfen? Ja, wir haben das auch in dem vorherigen Beitrag schon gehört. Am Schluss ist Beschäftigung, Arbeitsplätze sichern. Zum einen formale Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie, aber auch natürlich, dass man Unternehmer, junge Unternehmer, auch vor allem in ländlichen Gebieten, wo ja auch viele der Armen leben, in ländlichen Gebieten noch weiter stärkt. Und dazu gehört Investitionen in die Infrastruktur, Investitionen in technologische Entwicklung, aber auch sehr stark Investitionen in die Ausbildung, sei es Schulausbildung, das ist sehr wichtig, aber auch die technischen Berufe, was bei uns ja sehr stark ist in den Ausbildungsberufen. Sowas muss es in Afrika eben auch verstärkt geben. Wenn ich weiterverarbeitende Industrie haben möchte, brauche ich Mechaniker. Ich brauche Menschen, die Maschinen benutzen können, selbst Menschen, die Traktoren benutzen und warten können. Und all diese technischen Berufe, das ist doch noch sehr unterentwickelt in Afrika. Und da ist sehr viel Investitionsbedarf. Es gibt Bedarf, Investitionsbedarf, aber es wird ja auch viel Geld nach Afrika geschickt, sozusagen in Form von Entwicklungshilfe, in Form von Investitionen. Reicht das aus Ihrer Sicht? Entwicklungshilfe kann eigentlich immer nur ein Anstoß sein, würde ich sagen, zu der Entwicklung Afrikas von sich heraus. Was auch sicher hilfreich sein kann, sind die richtigen Investitionen des Privatsektors.
kann auch ein kontroverses Thema sein, aber da gibt es ja eine große Spannbreite, was da gemacht werden kann. Und das muss von innen heraus durch die Kapazitätenentwicklung und auch durch die Prioritäten in der Politik der afrikanischen Länder selber, die Stärkung von fortschrittlichen Ländern, die dann eben auch die Ressourcen wirklich nutzen und diesen Anstoß, den sie durch die Entwicklungshilfe haben, nutzen, um dann von innen heraus sich dann die Entwicklung voranzutreiben. Ja, soweit der Bundesentwicklungsminister, der gerade in Afrika unterwegs ist. Frau Baumüller, wir haben ihn eben gehört, er sagt, wir leben in einer Welt. Können wir uns perspektivisch unseren Lebensstandard weiter leisten und gleichzeitig Afrika unterstützen? Naja, sagen wir mal, mit der jetzigen Nutzung der Ressourcen in reichen Ländern, denke ich mal, ist das schwierig, einfach weil das wird ja auch schon öfter mal ausgerechnet, wie viel Erden es denn bräuchte, um diesen Lebensstandard in der ganzen Welt zu verbreiten. Aber es heißt ja, Lebensstandard heißt ja nicht, ist ja nicht das gleiche wie Konsum. Man kann seinen Lebensstandard ja halten und trotzdem sein Konsumverhalten ändern. Man sieht es ja zum Beispiel in Sachen Plastik, was sich da so in den letzten 1-2 Jahren getan hat. Es war lange kein Thema, aber jetzt ist es auf der politischen Agenda. Es wird von den Betrieben und den Supermärkten vorangetrieben und auf einmal bewegt sich da was. Und wir können aber trotzdem unsere Sachen aus dem Supermarkt noch mit nach Hause nehmen, bloß eben ohne Plastik. Aber unser Lebensstandard hat sich dadurch ja nicht verschlechtert. Und ich glaube, es wird sich da schon einiges tun müssen. Die Ressourcen können so nicht weiter verwendet werden. Aber ich denke schon, dass eine Lebensstandarderhöhung in Afrika jetzt keine Bedrohung für deutsche oder europäische Bürger ist. Angela Merkel ist nicht nur im Moment, sondern auch grundsätzlich sehr umtriebig, was die Entwicklungshilfe und die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika angeht. Sie will Fluchtursachen bekämpfen. Sie besucht ja gerade drei Musterschüler in Afrika, Ghana, Nigeria und Senegal. Ist das die richtige Strategie, die Starken noch zu stärken? Sie könnte ja auch in den Tschad reisen. Ja, das kommt so ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an. Wenn man jetzt zum Beispiel in die stärkeren Länder fährt und die weiter stärkt, dann können die wiederum Motoren für den gesamten Kontinent werden. Wir reden ja oft über Handel mit Europa, Handel mit Amerika, mit den reichen Ländern. Aber was oft auch unterschätzt wird und auch viel zu unterentwickelt ist, ist der afrikanische Handel. Und gerade da, wenn wir jetzt Länder wie Nigeria oder Kenia oder Ghana, wenn da die Kaufkraft erhöht wird, wenn die Produktion erhöht wird, wenn die sich als Motoren in Afrika etablieren können, dann hat das ja auch Auswirkungen auf die umliegenden Länder. Mhm. Das hat man in Ostasien ja auch gesehen. Da wird ja auch, die Wirtschaft in vielen Ländern einfach durch die Wirtschaftsentwicklung in China vorangetrieben. Und so etwas ist dann eben für den afrikanischen Markt, der wird sich auch nicht dadurch entwickeln, dass Afrikaner dann nur nach Europa verkaufen. Mhm. Kommen die Gelder, die Initiativen aus Europa denn tatsächlich an? Was ist Ihre Erfahrung? Ja, wir beschäftigen uns ja in dem Projekt, das ich leite, mit landwirtschaftlichen Innovationen. Und das ist sehr eng gekoppelt an eine also wirklich große Investition in Afrika, in sogenannte grüne Innovationszentren, die eben auch die Innovation in der Landwirtschaft und der Produktion, in der Verarbeitung stärken sollen. Und da sieht man schon auch so ein Umdenken, dass hier auch darüber nachgedacht hat, wie man wirklich nachhaltig und auch vor Ort und in Einbindung mit lokalen Partnern die Prozesse ändern kann. Dass es nicht mehr nur ein Entwicklungsprojekt hier und da bleibt, sondern dass tatsächlich auch vor Ort nachhaltige Veränderungen in den Strukturen erreicht werden. Also vorsichtiger Optimismus, würde ich das Gespräch jetzt mal abbinden aus Afrika. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Heike Baumüller, und für Ihren Besuch heute im Studio. Dankeschön. Danke.